Sarajevo. Eine Granate schlägt auf dem Marktplatz ein. 68 Tote, 200 Verletzte. Auch wo der gewaltsame Tod längst zum Alltag gehört, gibt es immer noch eine Steigerung des Grauens. So grotesk es klingt, Serben und Moslems beschuldigen sich gegenseitig, für das Blutbad verantwortlich zu sein. Einige werden ausgeflogen, die Welt äußert Empörung. Die NATO droht mit Luftangriffen. Die Serben ziehen schwere Geschütze um Sarajevo ab. Vier serbische Flugzeuge werden über Bosnien abgeschossen. Der erste Kampfeinsatz der NATO seit ihrer Gründung 1949.